Wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 243. Folge der Honigwabe und damit auch willkommen an meinen wundervollen Co-Host Kasper. Hallo, geht's dir gut, Schlomo? Ja, kann ich klagen, du? Das freut mich sehr, ja, mir geht's fantastisch. Wir kommen damit zu einem weiteren Hauptthema und zwar zu dem Terroranschlag in der Krokus City Hall in Moskau. Da ja, haben 4 Terroristen mit Sturmgewehren die Konzerthalle gestürmt und auf alles geschossen, was sich da bewegt hat, haben im Anschluss noch die Konzerthalle in Brand gesetzt und das durchaus in spektakulärer Art und Weise. Ein Großteil von diesem Gebäude ist dann abgefackelt. Es gab 133 Tote und 152 Verletzte, darunter auch 5 Kinder. Das Ganze war wahrscheinlich der verheerendste Terroranschlag nördlich vom Nahen Osten der letzten 20 Jahre. Ich meine, da waren keine Amateure am Werk, also die wussten schon, was die tun. Ich muss denken an den Bataclan-Anschlag und den Anschlag auf diverse umliegende Pariser Cafés, die zusammengeschossen wurden und wo man sich in die Luft gesprengt hat im Jahr 2015. Da gab es 130 Tote. Und der letzte Anschlag, der im vollen Umfang eine solche Todesopferzahl erreicht hat, war der im Jahr 2004 in Madrid mit 193 Toten. Da gab es 10 simultane Bombenanschläge auf Züge. Das Ganze war auch da islamistisch motiviert. Wie es auch hier zu sein scheint, auf jeden Fall ist das die offizielle Geschichte. Die Terroristen finden sich nämlich bei der Tat auch selber dabei, wie sie unter anderem Allahu Akbar schrien, hier ein Video. Falls ihr euch wie ich fragt, warum diese Terroristen anonymisiert sind, verpixelt sind und ihre Stimme verfremdet ist auf diesem Video, das liegt offenbar daran, dass dieses Video veröffentlicht wurde von AMAK, dem Propagandaarm des Islamischen Staates, auf einem ihrer Telegram-Kanäle. Was auch schon eigenartig ist, ne? Aber darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Warum verfremdet man da die Terroristen, die schon gefangen genommen wurden? Alle 4 Täter konnten nämlich zunächst fliehen aus der Konzerthalle und wurden dann später im Süden Russlands alle vier lebend gefasst. Wurden dann in Videos verhört, die auch sehr schnell die Runde gemacht haben, die von den Russen einfach so veröffentlicht wurden, teils in recht barbarischer Art und Weise. Einem von denen wurde das Ohr oder ein guter Teil von seinem rechten Ohr abgeschnitten und daraufhin verfüttert. Insofern steht natürlich etwas zur Debatte, ob was die da so ausgesagt haben, auch der Realität entspricht oder nicht möglicherweise einfach nur dahergeplappert war, um dieser Folter zu entgehen oder damit die Folter nicht noch weitergeht. Der Westen oder diverse Stimmen im Westen zweifeln auch an, dass diese Videos echt sind, aber trotzdem reden wir mal drüber, was darin vorkam. Ich habe hier eine kleine Abschrift auf Englisch von einem Teil davon. Was habt ihr in Krokus gemacht oder was haben sie in Krokus gemacht? Geschossen. Auf wen? Auf Leute. Für was? Für Geld. Eine 500.000 Rubel. Das genau ist dieser Tadschike. Ne? Wenn ich mal kurz darauf eingehen darf, dass das möglicherweise gefaked sein soll. Wenn dieses Video gefaked ist, dann ist das der mit Abstand beste Schauspieler auf diesem Planeten. Also der kriegt da so eine Art Panikattacke, während er da verhört wird, in aller Öffentlichkeit wohlgemerkt und damit er nie dabei gefilmt wird. Also die haben sich da nicht in Laienschauspieler genommen und gesagt, tu mal so, als wenn du ein tadschikischer Terrorist wärst. Ja, also das halte ich für Blödsinn. Ich meine, du könntest dir natürlich Videos auch gefaked oder zumindest ist dieses Video nicht gefaked. Du könntest natürlich auch irgendein armes Schwein nehmen, das foltern und dem sagen, okay, du sagst jetzt grob das und das und dann nimmst du das auf und dann hat der auch wirklich Angst, ne? Das ja, wäre okay. Denkbar. Ja, ja, okay, aber, okay, alles klar, du hast recht. Naja, auf jeden Fall soll er nach seiner Aussage eine 500.000 Rubel bekommen haben und zwar von Leuten, mit denen er auf Telegram in Kontakt stand, allerdings ohne, dass er da einen Namen nennen könnte. Er ist einer von 4 Migranten, die untergebracht waren in einem Hotel, alle aus Tadschikistan und dort rekrutiert worden sein sollen in einer Telegram-Gruppe, in der denen dann halt ein paar tausend Euro geboten wurden, um diese Tat auszuführen. Auch die Waffen sollen besorgt worden sein von den Leuten, mit denen sie da über Telegram in Kontakt standen. Und im Fluchtwagen, der am Ende sichergestellt wurde, hat man tadschikische Pässe gefunden. Soweit auf jeden Fall die Darstellung von den Russen. Putin sprach dann in einer folgenden oder darauf folgenden Fernsehansprache davon, dass sie offenbar in die Ukraine fliehen wollten, wo, Zitat Putin, ein Fenster zur Flucht vorbereitet worden sein soll. Von den Ukrainern. Also die sollen sie da, sie sollen quasi willens gewesen sein, sie da reinzulassen aus irgendeinem Grund. Die Ukrainer haben darauf reagiert mit der Aussage, dass die Grenze vermint sei. Wahrscheinlich das zu beseitigen wäre dann die Schaffung von diesem Fenster zur Flucht. Und Selenskyj hat ihn daraufhin, also Putin, einen Bastard genannt.
ist irgendwie alles etwas verroht, ne? Etwas unterhaltsamer auch geworden, die, ja, die diplomatischen Beziehungen auf der Welt. Man muss sagen, also mich haben zwei Sachen letztendlich überzeugt, dass Putin da Blödsinn erzählt hat. Das ist zum einen, dass Zelensky einen Bastard schimpfte und das andere ist, dass die Amerikaner so in etwa 3 Stunden nach der Tat oder so verkündet haben, die Ukrainer waren es nicht. Ja, und da wusste ich, ach so, also wenn wie gesagt, das ist ja alles Verschwörungsterrain, ja, aber wenn die Amerikaner ein paar Stunden nach der Tat sagen, die Ukrainer waren es auf jeden Fall nicht, dann bin ich überzeugt. Ja, dann waren es auf jeden Fall nicht die Ukrainer. Ja, ich glaube, es waren 4 Leute auf dem Segelboot mit pflanzenförmigen Explosivstoffen. Genau. Faeser sprach davon, dass ein Ableger von ISIS verantwortlich sein soll, und zwar der Islamische Staat der Provinz Khorasan, der auch in Deutschland momentan die größte terroristische Gefahr darstellen soll. Eigenartig, ich dachte eigentlich, die Rechten wären die größte terroristische Gefahr in Deutschland. Und ihr Ziel soll einfach gewesen sein, möglichst viele Christen umzubringen. Das deckt sich auch mit dem, was da an Bekennerschreiben rausgebracht wurde von AMAK, von diesem Propagandaarm von ISIS. Ich will noch mal kurz auf was die Geschichte. Was aber übrigens auch nicht schwer ist, übereinzubekommen. Also selbst wenn die jetzt über einen Geheimdienst oder so angeheuert wurden, im Namen des Islamischen Staates oder es gab irgendeine Art von Zusammenarbeit, das ist ja nicht schwer. Also wenn du in irgendeine Konzerthalle in Moskau oder bei Moskau reinmarschierst und da um dich schießt, dann wirst du zu 90% Christen treffen. Ja? Klar. Ich will noch mal kurz auf die Geschichte zu sprechen kommen vom Islamischen Staat mit den Russen. Die hatten ja vor allem während dem Syrienkrieg Stress, denn die Russen waren ja auch da reingemeddelt, um Assad zu unterstützen, zu guten Teilen auch gegen den Islamischen Staat, was dann dazu geführt hat, dass dieser unter anderem Russen enthauptet hat in Propagandavideos, dass es einen Terroranschlag gab von einem Al-Qaida-Ableger in St. Petersburg 2017, bei dem 14 Leute gestorben sind, und dass ISIS ein russisches Passagierflugzeug abgeschossen hat über Ägypten im Jahr 2015 mit 224 Toten. Also das wäre nichts vollkommen Neues, wenn der Islamische Staat sich mit den Russen anlegt. Tja, ISIS hat auch Fotos veröffentlicht von diesen Attentätern, von diesen angeblichen Terroristen vor einer Flagge vom Islamischen Staat. Jedoch auch das gepixelt. Alles sehr eigenartig für so einen Märtyreranschlag, wo ich mir auch denke, wer denkt denn ernsthaft, dass er da entkommen kann? Auch das mit der Bezahlung, ne? Wer denkt denn, dass wenn er in Russland einen Konzertsaal zusammenschießt und da 130 Leute tötet, dass er ernsthaft noch damit davon kommen kann, um sich dann seiner, keine Ahnung, 10.000 Euro oder so zu erfreuen, die er dafür bekommen hat. Es sind 5.000 und das ist übrigens auch schon das nächste Problem. Also die Motivation in deinem islamistischen Terroranschlag ist ja völlig klar. Also du willst zum einen den Terroranschlag begehen und zum anderen willst du im Idealfall dabei sterben, weil du dann den Märtyrertod stirbst. Genau. Und das heißt, für dich ist die höchste Stufe des Paradieses reserviert. Ja, Problem gelöst. So, es ist mir nicht ein einziger islamistisch motivierter Terrorist in der Geschichte der Menschheit bekannt, der eine Tat dieser Art begangen hat und das für nochmal 5.000 Euro und dann plante damit zu entkommen. Wo jetzt die nächste Frage wäre, also selbst in Tadschikistan, wie lange komme ich da mit 5.000 Euro die Runde? 2 Jahre oder so? Ich weiß nicht, so, wenn man den jetzt 10 Millionen gezahlt hätte, okay, alles klar, ja, dann ist Geld die Motivation gewesen. Aber 5.000 Euro, Alter, das hat gereicht. Von daher, ich nehme an, das wird so eine Mischung gewesen sein aus islamistisch motiviert, ja, oder zumindest, ich nehme an, man hat da halt 4 Trottel gefunden, die Scheiße mitgemacht haben, ja, weil sie natürlich schon überzeugte Dschihadisten sind, aber die Kohle hat auch nicht ausschlagen wollen. Ich finde das Ganze nicht so einfach. Ja, ich nehme an, das ist eine Mischform aus mehreren Geschichten, was da übereinander kommt. Auch die Bild merkt hier an, dass eigentlich es Usus ist, dass dann Videos publiziert werden vom Islamischen Staat, die der Islamische Staat vorher angefertigt hat von seinen Terroristen, wenn die wirklich in direkten Kontakt mit ihm standen, auf denen diese halt in die Treue schwören und verkünden, dass sie Märtyrer werden wollen und so. Und halt nicht, dass da nachher gepixelte Fotos auftauchen, so wie ein gepixeltes Video, wo man sich ja auch schon eigentlich denken kann, wollen die das möglichst vage halten? Dieses Video könnten die ja auch theoretisch einfach irgendwo anders aus dem Internet haben, dann gepixelt haben, dann kombiniert haben mit dem gepixelten Bild von irgendwelchen Leuten vor der Flagge, damit man halt weder das eine noch das Gegenteil beweisen kann. Ne? Weder beweisen kann, dass die das waren, noch dass die das nicht waren. Es ist sehr eigenartige Kommunikation für ISIS. Das haben sie sonst ganz, ganz anders gemacht. Ja, ich meine, noch eine Frage, die ich ganz gerne aufwerfen würde, ist die nach der Qualifikation dieser Leute. Ich habe uns vorhin im Live-Chat gelesen, dass das so 5 Täter gewesen sein sollen. Hab dann gegoogelt und konnte auch einen Treffer finden, also einen seriösen Treffer, frag mich nicht mehr, wo das war, wonach es 5 Täter waren, aber einer von denen soll wohl kurz nach Beginn der Attacke ausgenockt worden sein? Aber egal, das nur als Randinformation. Also möglicherweise reden wir von 5 Antätern, Stern zum Beispiel. Nee, da waren es 4. Ich finde den Artikel gerade nicht. Aber da war auf jeden Fall einer, der von 5 gesprochen hat. Aber das ist nebensächlich. Entscheidend ist für mich Folgendes. Erstens, wie sind die an die Waffen gekommen? Ja, also diese Kommunikation hat über Telegram stattgefunden. Hey, habt ihr nicht Bock, einen Terroranschlag zu begehen? Dafür gibt es 5.000 Euro. Alles klar, machen wir. So, dann wurden sie mit dem Taxi abgeholt. Und dann
meine ich, in einem der Verhörvideos hieß es dann, im Zuge dessen haben sie die Waffen in die Hand gedrückt bekommen, aber nagel mich drauf fest. Das würde mich interessieren. Wie sind sie in diese Waffen rangekommen? Und das ist viel wichtiger, das können doch nicht 4 oder 5 irgendwelche Leute gewesen sein. Klar. Also, wenn du mich anheuerst, zum Terroranschlag zu begehen und dann fährst du mich mit dem Taxi irgendwo hin und drückst mir ein Maschinengewehr in die Hand, dann bin ich erst da beschäftigt, herauszufinden, wie funktioniert dieses Ding. Also, dadurch, dass ich hier eine Airsoft habe, Nachbau von einer, was haben wir beim letzten Mal festgestellt? P99, ne? Mhm. Irgendeine normale Handfeuerwaffe halt, ne? Ich weiß mittlerweile, okay, Alter, da hast du eine Sicherung, das würde ich schon so ungefähr hinbekommen. Ich wüsste nicht, wie ich jetzt auf die Schnelle mal ein Maschinengewehr bediene, ja? Oder was ist das? Das ist eine automatische, kriege ich hier wieder Kritik wahrscheinlich. Ja, eine AK oder sowas, ne? War das. Es ist, ja, genau, also. Ich meine, vielleicht ist es irgendwie in Tadschikistan auf dem Land anders, vielleicht kennt man das ja. Mal. Aber ja. Dann auch noch, die haben das ja hochprofessionell gemacht, ne? Ich will nochmal erinnern, 2015 Bataclan-Anschlag und Anschlag auf die Pariser Cafés während dem Spiel Deutschland gegen Frankreich, das waren hochgradig trainierte IS-Terroristen und das waren 10 Stück oder so, ne? Das waren in diesem Fall ja. Hier 4 oder 5. Also die wussten schon, was die tun. Richtig, und da ist die Frage, woher? Woher wussten die, was sie tun? Ne? Du hast gerade das angesprochen mit Tadschikistan und so. Schlummo, wenn in Tadschikistan 5.000 Euro so viel wert sind, dass du dafür bereit bist, einen Terroranschlag zu begehen, den du möglicherweise nicht überlebst, dann glaub mir mal, hat da nicht jeder in der Nachbarschaft eine eigene AK, um deine Freizeit rumzuballern? Also, dann was kostet eine AK? 500 Euro oder sowas in Tadschikistan? Wahrscheinlich, ja. Also, das wäre ja, wenn 5.000 Euro ein Vermögen sind, dann ist das ein Zehntel von einem Vermögen. Also, ich glaube nicht, dass die in ihrer Freizeit, also von daher, ich persönlich meine, es ist merkwürdig, ja, und ich vermute, die haben nicht das erste Mal in ihrem Leben eine Waffe in der Hand gehabt, möglicherweise militärischer Hintergrund. Das würde halt einfach sehr, sehr gut passen. Hier haben wir noch eine Verhörsituation, die gefilmt wurde. Dieser Tadschike hat ausgesagt, dass er als Taxifahrer in Russland gearbeitet hat, spricht allerdings überhaupt kein Russisch und hat offenbar eine russische Staatsbürgerschaft. Auch er sprach davon, dass er über Telegram rekrutiert wurde für diese Attacke. Alles sehr, sehr eigenartig. Und was für mich vielleicht sogar noch eigenartiger ist als alles gerade Besprochene, ist, in welchem bisherigen ISIS-Anschlag mit wirklich von ISIS rekrutierten Leuten, Leuten, die in direkten Kontakt mit denen standen, wurde der Täter nachher gefasst? Mir fällt nur sowas ein wie Würzburg oder so, wo halt ja eigentlich Nachahmer von ISIS-Anschlägen, Leute, die nicht direkt von ISIS trainiert worden waren und nicht direkt Kontakt mit ISIS hatten, das gemacht haben, da wurden die gefasst. Aber kein einziger ISIS-Attentäter, ja, der wirklich gefasst werden konnte, lebend. Und in diesem Fall 4 von 4 oder 4 von 5? Nee, ich meine kein einziger toter Terrorist. Also wenn dann 5 von 5 oder halt 4 von 4. Ja, genau, genau. Bleiben wir mal bei 4 von 4. Auch da, ich meine, der Täter in Würzburg, wir haben ja damals die Videos gesehen, der wurde ja letztendlich von Passanten überwältigt. Also der wollte da auch nicht einfach so, okay, hier bin ich ergebe mich. Ich weiß nicht, wo der hin wollte. Ja, der ist ja auch am Ende in der Klapse gelandet, muss man dazu sagen. Ja. Aber der wurde ja von Leuten da einfach überwältigt. Beim Bataclan gab es ja mindestens einen, der dann nach Molenbeek geflohen ist. Der hat überlebt. Wahrscheinlich noch 1, 2 weitere. Ich weiß es gar nicht mehr. Die meisten sind dabei gestorben. Ja, genau, aber haben die sich in die Luft gesprengt. Nicht, ich habe hier einen Fluchtwagen und so Scheiße. Heißt das, nein, ich liefere mir ein Vollgespräch mit der Polizei, ja, genau, in der Hoffnung zu sterben. Das will Exakt. Ich. Oder man sprengt Fall. Sich schon bei der Sache selber in die Luft. Die hatten ja auch offenbar ziemlich ja. effektive Brandsätze dabei. Oder halt, wenn es dazu kommt, dass die Lage aussichtslos wird, dass man nicht entkommen kann, selbst wenn du eigentlich vorhast zu fliehen, dann schießt du halt und wirst erschossen. Ne? Ja. Tja, sehr eigenartige Geschichte. Es wäre natürlich auch denkbar, um eine kleine Verschwörungstheorie gegen die Russen ins Spiel zu bringen, dass die Russen die wahren Täter, die vom IS waren, erschossen haben, die russischen Behörden, bei diesem Anschlag noch, und danach dann diese Videos fingiert haben, um das irgendwie der Ukraine in die Schuhe schieben zu können oder ja, diesen Verdacht Klar. auf jeden Fall nahezulegen. Das wäre irgendwie denkbar. Absolut. Zumindest für unser westliches Verständnis von Justiz und Rechtsstaat ist es ja etwas eigenartig. Hier haben wir noch ein Video, wo ein Typ dann in seinem Krankenhausbett verhört wurde, dass all diese Verhörvideos von den russischen Behörden direkt an die Öffentlichkeit gegeben werden. Dann allerdings bleibt auch wieder die Frage, wieso diese geblurrten Bilder von ISIS, wieso veröffentlichen die nicht einfach, wie gesagt, ihr klassisches Märtyrervideo und stattdessen halt ein Video, wo die Leute geblurrt sind, ein Video, wo die, oder ein Foto, wo die Leute geblurrt sind und machen das so unklar? Das ist dann immer noch eine eigenartige Frage, wenn das wirklich in diesem Szenario ISIS-Leute waren und die Russen haben die halt abgeknallt und dann sich irgendein eigenes Narrativ ausgedacht. Ich will das mal kurz aufgreifen, Schnurr, absolut. Das könnte natürlich
natürlich nochmal, wir sind hier im Verschwörungsterrain, ja, ist doch völlig in Ordnung, wir mutmaßen hier ein bisschen. Natürlich könnten das auch die Russen gewesen sein, ja, und die versprechen sich davon irgendwas. Was fällt mir zu ad hoc nicht ein, außer dass die Bevölkerung jetzt wahrscheinlich bereit ist, quasi alles abzusegnen, weiß ich ganz genau. Was dem so ein bisschen entgegensteht, ist der Umstand, dass da letzte Woche erst Wahlen waren und Putin mit, ich glaube, 85% gewonnen hat. Also der sitzt so sicher im Sattel, wie man im Sattel sitzen könnte. Ja? Die Theorie wäre dann halt nach der Wahl die Grundlage für die nächste Mobilisierungswelle zu schaffen. Ja, klar, klar. Wäre absolut möglich, keine Frage. Ich meine, und wenn das jetzt nicht geschieht in den nächsten paar, vielleicht Wochen, vielleicht im höchsten Fall Monaten, dann fällt das eigentlich hinten runter, ne? Weil was hat es dann gebracht? Da passiert schon was. Dieser Konflikt wird jetzt bereits nicht mehr als militärische Spezialoperation bezeichnet, sondern als Krieg, ganz offiziell. Mhm. Und das soll wohl dazu führen, wenn der Kriegsfall ausgerufen wird, dann soll das wohl dazu führen, dass Zwangsrekrutierungen möglich wären. Also man hätte da jetzt wohl eine andere Handhabe, die man zuvor nicht hatte. Ja, also auch das ist im Rahmen des Möglichen, keine Frage. Ich meine, es könnte sowohl sein, dass sie einen Anschlag irgendwie zugelassen haben, um diese Möglichkeit zu haben, diese Legitimation dafür zu haben. Es könnte auch sein, dass der Anschlag einfach passiert ist und sie dann sich gesagt haben, okay, jetzt spinnen wir hier irgendein Narrativ dazu, das uns dann hilft. Es könnte auch sein, dass es einfach genau so ist, wie sie es dargestellt haben. Ne? Es ist halt vollkommen unklar, ein sehr, sehr diffuses Bild. Ja, ein Kommentator schreibt hier gerade, dass dieser eine Typ, wo in der ukrainischen Armee gedient haben soll, ich habe dir dazu auch einen Artikel geschickt, Schlomo, nicht einen Artikel, sondern ich habe das gesehen, ich habe überlegt, ob wir das hier thematisieren. Hier ist es, glaube ich, ist das da? Ja, genau, hier ist auch ein Bild von seinem Pass mit drin. Der Typ auf diesem Bild sieht ihm schon sehr, sehr ähnlich. Das sind alles Sachen, ich kann das nicht prüfen. Ja, das ist für mich auch eine Verschwörungstheorie, die ist nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Ja, das sind, oder zumindest einer von denen, ja, ist jemand, der hat in der Ukraine schon mal gekämpft. Ne? Das würde dann erklären, wieso die Ukraine da irgendwie mitgemacht haben. Das würde erklären, wieso eine Schusswaffe bedienen kann. Ja? Also das würde schon ein bisschen was erklären, aber ich meine, ich kann das alles nicht prüfen. Ja? Die Frage ist natürlich einfach nur sehr, sehr merkwürdig, was da gerade abgeht. Die Frage ist natürlich auch, was hat die Ukraine eigentlich davon? Was hat die von so einer weiteren Eskalation? Die 130 toten Zivilisten, bringt das jetzt die Stimmung gegen den Ukraine-Krieg? Eher nicht. Ne? Eher das Gegenteil ist der Fall. Insofern die Interessenlage. Ja, ja. Ich meine, mir wird ja häufig vorgeworfen, dass ich russische Narrative zu schnell übernehme oder so. Ich sehe hier nicht wirklich die Interessenlage für die Ukraine. Ich sehe nicht wirklich, was sie zu gewinnen hat bei diesem Spiel. Dann hier nochmal der Pass. Ist auch wahr, ja. Tja, die Guten sind natürlich auch direkt in Aktion getreten und haben sich freudig geäußert zu diesem Anschlag, zu diesen 133 toten Zivilisten. Da waren gute Dinger bei, ey. Ja, vor allem der gute Andy Schneider, ein größerer Account mit 34.000. Das war der guteste Mensch diese Woche. 34.000 Followern, so ein Pro-Ukraine, halt irgendwie so ein BRD-Boomer geht jetzt völlig auf in diesem Ukraine-Konflikt-NAFO-Account. Der hat dazu geschrieben, Bilder vom Brand der Krokus-Konzerthalle Moskau, möge sie brennen, möge ganz Moskau brennen. Also der findet das geil. Das ist ja vollkommen klar, wenn eine Konzerthalle während einem Konzert abgefackelt wird, dass, sagen wir mal, mit die Zivilisten die da drin sind, dass es darum geht, Zivilisten abzuschlachten. Ne? Er hat dann wahrscheinlich gedacht an eine ukrainische Drohne oder irgendeinen Scheiß und dachte sich, oh geil, tote Russen, brennende Russen. Die hat er bekommen, hat sich danach allerdings distanziert von der Geschichte oder nicht so wirklich distanziert. Er hat einfach nur den Post gelöscht und dann was gepostet von persönlich und verletzend werdenden Kommentaren, die er bekommen hat daraufhin. Natürlich. Wo eigentlich die Frage ist, die du im Vorgespräch schon in den Raum gestellt hast, wo ist denn der Unterschied? Also ob jetzt eine ukrainische Drohne da reinfliegt und die Russen abschlachtet oder irgendwelche IS-Terroristen. Du hast doch bekommen, was du wolltest. Du wolltest brennende Russen, du hast brennende russische Zivilisten bekommen. Ja, wieso löschst du den Tweet? Ja? Das war doch wie Weihnachten und Ostern an einem Tag bei dir. Hier haben wir nochmal ein Bild davon, wie der gute Mann aussieht. Ich meine da ja einen roten Faden zu erkennen, eine gewisse NAFO-Physiognomie. Das Ganze wurde auch schon künstlerisch sehr schön verarbeitet von KingJonas_HD auf Twitter. Der macht immer diese schönen Soljack-Bilder von allen. Das hier ist er vor der brennenden Konzerthalle. Und hier haben wir einen Regenbogen-Account, einen Account mit Regenbogenflagge in dem Namen. Moralischer Kompass nennt sich der, ein sehr schöner Name. Naja, in Moskau schreibt er unter einen Tweet, wo man halt sieht, wie die da auf Zivilisten schießen. Die Leute da sind eh nur Orks. Tja, fast so, als wäre das der Punkt von diesem Ork-Framing, das auch in westlichen Medien teilweise übernommen wird. Ne? Dass man die halt entmenschlicht, dass man halt Bock darauf hat, die einfach abzuschlachten. Und zwar nicht nur russische Soldaten, einfach Russen generell.
Hier sehen wir den Account nochmal besser. Für den richtigen Weg, nicht den rechten Weg. Feministisch, links, vegan, so beschreibt er sich. Und postet etwa zum Weltfrauentag 5 inspirierende Frauen, denen er folgt. Er postet, Nazis sind scheiße. Wenn ihr die AfD mögt, dann mögt ihr scheiße. Ihr seid dann auch nur Fliegen, die um einen großen Haufen Scheiße fliegen. Reflektiert das mal. Immer diese Scheiße-Besessenheit, die auch schon bei den Wir sind mehr Demos jetzt zum Tragen kam. Er retweetet Snoozy, der schreibt, Nazis sind Kotze-Scheiße. Tja, ja. Solch ein guter Mensch also. Und wir haben hier noch einen... Ja, die haben alle ihre anale Phase noch nicht überwunden. Ja, das hat den Anschein. Ein Biden-Fan namens Francesco, der twittert, hoffe, es verrecken alle, hab kein Mitleid. Und noch irgendein Pro-Ukraine-Account. Ja, hoffentlich wird Russland endlich dem Erdboden gleichgemacht. Jedes weiterentwickelte Nachbarland Russlands hofft darauf. Auch irgendein deutscher NAFO-Account. Tja, ich bin gespannt, ob wir noch irgendwie konkretere Sachen, belastbare Sachen zu dem ganzen Kram hier kriegen. Die deutschen Medien sind ja auch sehr vorsichtig. Ne? Die sagen halt, ja, da gab es diese Verhöre, aber da wurde auch ein Ohr abgeschnitten. Insofern, ja, alles nicht so ernst nehmen und scheint so, als wäre es ISIS gewesen. Also es scheint so, als wenn selbst unser Mainstream nicht so ganz sicher ist, was da eigentlich los ist. Natürlich, das Narrativ weglenkt von jedem Verdacht darauf, dass die Ukraine da mitgemeldet hat. Ich habe nicht den geringsten Plan. Also für mich bleibt am Ende nur ein fahler Geschmack zurück und keine wirklich Ahnung, was da passiert ist. Ja. Alles klar. Das war das Thema. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir sehen uns in alter Frische, wie immer, nächsten Sonntag, 18 Uhr. Hast du einen Donnerstagstream? Ja, ich weiß noch nicht. Also ich habe jetzt kein konkretes Thema. Eventuell mit Boosty, dritter Teil zu der Zerstörung der AfD. Eventuell setze ich aus. Ich weiß noch nicht genau. Alles klar. Tja, auf jeden Fall setzen wir nicht nächsten Sonntag, 18 Uhr hier aus. Bis dann. Haut rein und macht's gut.